Keine Sorge, Neffe. Du bist nicht alleine. Wolpe? Was tut ihr denn hier? Na, wir könnten euch wohl dieselbe Frage stellen. Hier. Spart euch die Fragen, Bruder. Lasst Borgia nicht mit der Kiste entkommen. Kiste. Kiste, was, wo? Alter, der hat schon wieder volles Leben. Werdet ihr alle sterben. Wo ist Barbarigo? Macht ihn fertig, Ezio! Wir sind hinter euch! Okay. Jämmerlich. Ihr könnt nicht aufhalten, was geschrieben steht. Ich bin gerade verwirrt. Lauf, Ezio, Schaut, meine Freunde, unser Ezio ist ein echter Krieger geworden. Na komm, Ezio, das packst du. Okay, wartet mal. Oh, ich hasse es, wenn die mich trotzdem dann nerven. Diese Schlacht werdet ihr verlieren. Ihr werdet durch meine Hand sterben, wie euer Vater. Dieser Krieg dauert schon viel länger, als wir Alter! Vorstellen können. Der Typ mit der helle Bade geht super auf die Nerven. Ist das nicht wunderbar, Ezio? Das ist für meinen Vater. Oh. Paola. Er ist fort, aber wir haben, was wir wollten. Nein, ich muss ihm hinterher. Wirklich jetzt? Oder seid ihr aus einem anderen Grund hier, mein Sohn? Theodora, was tut ihr denn alle hier? Vielleicht dasselbe wie ihr, Ezio. Hoffen, dass der Prophet erscheint. Ich kam her, um den Spanier zu töten. Dieser Prophet ist mir völlig egal. Er ist eh nicht gekommen. Nein, aber ihr kamt. Was? Die Ankunft eines Propheten wurde angekündigt. Und ohne unser Wissen seid ihr da. Vielleicht wart ihr schon die ganze Zeit der, den wir suchten. Cosa? Wer seid ihr? Niccolo Di Bernardo dei Machiavelli. Ich bin ein Assassine. Ausgebildet in der Kunst, die Entwicklung der Menschheit zu beschützen. Genau wie ihr und alle anderen hier. Ihr seid alle Assassinen? Paola? Wolpe. Es ist wahr, Neffe. Wir haben dich alle geführt, seit Jahren. Haben dir beigebracht, was du brauchtest, um aufgenommen zu werden. Es ist wohl soweit. Wir haben, was wir wollten, aber es gibt noch viel zu tun. Kommt bei Sonnenuntergang wieder. Lashea vacuun mutlak bail kolun mumkin. Dies sind die Worte, die unsere Vorfahren sprachen, welche die Basis unseres Credos bilden. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenket. Nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind, von Moral oder Gesetz, bedenket. Alles ist erlaubt. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Es wird Zeit, Ezio. In diesen modernen Zeiten nehmen wir vieles nicht mehr so wörtlich. Aber unser Siegel ist immer noch permanent. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Das bin ich. Das tut nur kurz weh, Bruder. Wie so viele Dinge. Benvenuto, Ezio. Nun seid ihr einer von uns. Komm, es gibt viel zu tun. Okay, das war etwas überraschend. Okay, das war nicht nur etwas überraschend, das war sehr überraschend sogar. Venezianischen Umhang erhalten. Sequenz 11 beendet.
Also, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Das war... Oh, ja. Aber es ergibt irgendwo auch Sinn. Also, bei Mario wusste man es ja. Alles okay? Besser aufhören? Nein, ich muss zurück. Sofort. Okay. Oh. Oh Mann. Sean? Aber klar. Wie konnte ich das vergessen? Willst du uns nicht einweihen? Rodrigo Borgia wurde 1492 zum Papst gewählt. Das bedeutet, dass Ezios größter Feind nun auch der mächtigste Mann Italiens ist. Wollt immer schon in den Vatikan. Dann hast du Glück, Desmond. Freu dich. Genau da führt deine Reise hin. Faszinierend. Total faszinierend. Was ist es, Leonardo? Wofür ist es gut? Das kann ich dir genauso wenig erklären, wie warum sich die Erde um die Sonne dreht. Ihr meint, die Sonne um die Erde? Es besteht aus Materialien, die es nicht geben sollte. Und doch handelt es sich um ein sehr altes Artefakt. Dieser Kodex nennt es einen Edensplitter. Der Spanier. Er nannte es den Apfel. Etwa Evas Apfel? Vom Baum der Erkenntnis? Willst du etwa andeuten, dass dieses Ding... Das darf niemals in die falschen Hände gelangen. Schwächere Geister würden wahnsinnig. Kein Zweifel, dass der Spanier alles tun wird, um es zurückzubekommen. Ezio, nutzt alles, das wir euch beibrachten, um es zu beschützen. Bring es nach Forlì. Die Zitadelle hat eine Mauer, wird von Kanonen beschützt und eine Verbündete kontrolliert sie. Wer ist diese Verbündete? Ihr Name lautet Katharina Sforza. Was ihr nicht sagt. Ich glaube, diese Mission wird mir gefallen. Dank dir für alles, mein ältester Freund. Leonardo, Ezio sagte mir, dass ihr oft nach Milano reist. Ich habe eine schöne Villa in der Toskana. Kommt doch mal zu Besuch. Mit dem venezianischen Umhang steigert sich der Bekanntheitsgrad in Venedig und Romagna nicht. Mir gerade. Ah, Romagna. 1488. Okay. Dann was? Diese Markierung identifiziert eine Sondererinnerung. Okay, wir machen zuerst die Sondererinnerung. Ich bin da jetzt irgendwie neugierig, was das so sein wird. Ist auf jeden Fall interessant, wie sich die Geschichte schon wieder entwickelt. Weil das war ja auch das letzte Mal im Assassin's Creed 1. Der Anfang der Geschichte und das Ende der Geschichte, das waren zweierlei Sachen. Am Anfang war das, glaube ich, nicht zu glauben, was passiert. Oder was passieren wird. Es war nicht vorherzusehen. Und jetzt auch, na gut, bei Ezios Onkel wusste man ja, dass er ein Assassine ist. Aber die ganzen anderen, das kam mir gar nicht so vor. Ich dachte einfach, das wären Verbündete. Aber dass auch sie alle Assassinen sind? Ja, das ist interessant. Okay, wir müssen mal da hoch. Kartenordner. Mit Hilfe der Karte können Sie Ziele und Nebenmissionen finden. Im Kartenordner des Animus-Desktops können Sie... Karte. Ja, das ist aber klar.
Ezio, warum machen wir das? Also, ich habe natürlich so... Ich weiß halt nicht, warum wir das gerade machen. Mir ist gerade echt nicht bewusst, warum ich das mache. Wir machen es einfach. Dann weiß ich nicht mal, wo wir hin müssen. Macht das Ganze gleich noch interessanter. Auf der Karte sehe ich kein Symbol. So. Müssen wir damit irgendwo hin? Nein, müssen wir nicht. Warum machen wir das dann gleich nochmal? Weil Spaß macht, gell? Ja, weil Spaß macht. So, von dem. Oh, wir waren höher als das Feuer. Es treiben konnte. So. Das war mega cool. Aber ich verstehe den Sinn immer noch nicht. So. Vielleicht ist es auch nur so einfach zum Flug. Zum Fliegen halt. Wir sind irgendwo in einem Dings gelandet. Die Sonderänderung ist immer noch da. Was können wir mit der muss ich das echt schon wieder nachgoogeln? Dass man eine Sonderänderung machen kann? Okay, wartet mal einen kurzen Moment. Da ist mein Handy. So, da müssen wir das Muster erstmal eingeben, damit um es zu entsperren. Assassin's Creed 2. Habe ich mal fest. Ich darf schon wieder feststellen, dass ich schon wieder fast eine Folge vergesse. Sondererinnerung. Okay. Dann schauen wir mal. Okay, es gehört gar nicht zum PC, sondern zu den Konsolen. Das ist einfach für einen Erfolg, den man sich holen kann auf der Konsole. Und diese Sondermission ist, oder diese Sondererinnerung ist dafür da, wenn man den Erfolg während des Eigentlichen nicht gekriegt hat, dass man das sozusagen nachholen darf. Also das hat eigentlich, das, also für den PC ist das eigentlich irrelevant. Für den PC kann man einfach nochmal mit dem Fluggerät fliegen. Gut zu wissen. Also ist einfach konsolenbezogen. In dem Fall ist das der Erfolg mit der Flugmaschine eine Wache vom Dach treten. Das soll das symbolisieren. Oder soll diese Sondermission sein. Also... Nichts für den PC relevantes.
Okay, dann mal weiter hier. Damit wir bald... damit wir schnell zu der Erinnerung kommen. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich hab's vergessen. Wie immer, wenn ich rede. So. Die Erinnerungen gehen jetzt super schnell. Okay, diesmal mache ich auch nicht mehr ganz so viele Nebenmissionen. Der Vollmond spiegelt sich im Wasser. Das sieht voll schön aus. So sieht immer voll schön aus. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Okay, Wasser zu tief. Freddy sagt, Wasser zu tief. Freddy will nicht mehr ins Wasser. Dann müssen wir halt nochmal zurück. Sind wir wohl ein Ticken falsch abgewogen? So, und dann hier drüber. Ja, perfekt. Und dann müssten wir hier den Weg folgen. Da sind wir dann auch schon wieder am Anfang. Okay. Ah ja. Seht, wer da ist. Madonna. Schon beim ersten Treffen hielt ich euch für etwas Besonderes. Aber ein Assassine, Ein warmes Willkommen, Katharina und Machiavelli nach Flori bringen. Geht mit mir, Caro. Ihr werdet Forli lieben. Die Kanonen in unserer Zitadelle alleine stehen 100 Jahre hier. Das Artefakt wird hier sehr sicher sein. Vergebt mir, aber ich hörte noch nie von einer Frau, die ihre eigene Stadt beherrscht. Das ist sehr beeindruckend. Nun, einst gehörte sie natürlich meinem Mann. Er starb. Oh, das tut mir leid. Ach wo, ich ließ ihn töten. Oh. Wir fanden heraus, dass Girolamo Riario für die Templer arbeitete. Er fertigte eine Karte der Standorte der verbleibenden Kodexseiten an. Ich habe den verdammten Hurensohn eh nie gemocht. Er war ein schlechter Vater. Langweilig im Bett. Und überhaupt unausstehlich. Das Bett ist mit. Oh nein. Tut mir nichts. Bitte. Was passiert hier? Aspetta. Was geht hier vor? Sie kam, als sie gerade die Mauern hinter euch ließ, Signora. Die Stadt wird angegriffen. Was? Von wem? Die Brüder Orsi, Signora. Ach, verdammt nochmal! Wer sind die Orsi? Die Kanaillen, die ich für meinen Ehemann anheuerte. Das muss der Spanier sein. Die Orsi haben einen Horizont, der nicht über ihre Börse hinausreicht. Aber woher konnte er wissen, wohin wir den Apfel bringen, bevor wir es wussten? Sie sind nicht wegen des Apfels hier, Ezio. Sie wollen Riarios Karte. Ach, hört mir auf mit der Karte, Nicolo. Meine Kinder sind da drin. Oh, porco demonio. Dann wollen wir noch mal zum Stadttor laufen. Ach, dieses Mal es wird Zeit, mich von deinem Unglück zu erlösen. Lass Katharina in Ruhe. Aua! Komm schon, Ezio. Das schaffen wir. Ja genau, Katharina. Schlag einfach mal drauf, wenn er tot ist. Ist alles okay. Warte mal, wer ist der? Ich muss mich jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich die Leute von Katharina nicht töte. So, weiter geht's. Sie sind schon drinnen. Niederträchtige Bastarde. Gibt es noch einen anderen Weg hinein? Aspetta. Vielleicht ja. Es gibt einen alten Tunnel unter der Westmauer, direkt vom Kanal. Bene. Ich bin sofort zurück. Okay, das heißt... Hey, ihr! Ja, ich spreche mit euch, ihr rückgratlosen Hunde. Ihr besetzt meine Stadt, mein Heim. Und ihr denkt, dass ich hier stehe und nichts dagegen unternehme? Soll ich da hochkommen und euch die Eier abreißen? Thank you.
So, dann gehen wir schnell hier rüber.